So, also was ich von dem Spoiler halten soll, weiß ich auch nicht wirklich. Es sieht irgendwie gut aus, aber irgendwie auch schlecht. Dadurch, dass hier der Spoiler nicht durchgängig ist, sondern offen, sieht es meiner Meinung nach scheiße aus. Was ich gut finde bei dem, der hat auch die abgedunkelten Rückleuchten, ist ja bei meinem schwarzen auch so und das macht einiges aus. Gerade die roten 1,40er und die blauen, die haben nicht diese abgedunkelte Rückleuchte und es sieht hässlicher aus, also wirklich. Naja, also hier ist der Performance-Endschalldämpfer. Einige haben sich dadurch ja mehr erhofft und bei dem soll einfach nichts gehen. Das Ganze ist jetzt mit einer Akrapovic Downpipe. Wir hören uns das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, also die meisten Kunden sind davon enttäuscht vom M-Performance-Endschalldämpfer. Und ja, hören wir uns das Ganze einfach mal an. Auch saudreckig, also. Boah. Also beim Kaltstart würde ich sagen, kaum lauter oder mehr Sound als beim Originalauspuff. Gut, schon ein wenig lauter. Aber wie gesagt, auch nur ein wenig. Sei sowieso jetzt eigentlich mit Klappe zu. Der ist sowieso noch im Kaltstart. Klappe offen wäre auch mal interessant. Auch Sport Plus natürlich mit bisschen Schubabschaltung. Schade. Naja, aber beim M-Performance Engine Dämpfer soll ja sowieso nicht so viel gehen. Akrapovic Downpipe ist schon krass. AC Schnitzer Parts, ist das hier von AC Schnitzer oder was? Naja, gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Akrapovic Downpipe ist teuer. Schauen wir noch kurz hier durch die Kommentare. Hast du noch ein Video im Sportmodus? Hey, leider nicht. Das ist halt das. Ja. Man will es ja gerade auf dem Sportmodus hören. Und dann machen die hier so Kaltstart-Videos oder im Komfortmodus.